Mein Name ist Katrin Engels. Ich bin seit 2017 Leiterin der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Maria-Josef-Hospital in Greven. Allgemein- und Viszeralchirurgie umfasst alle Erkrankungen, die die Weichteile, die die Organe betreffen, von der Schilddrüse über den Magen-Darm-Trakt bis hin zum After, also eine breite Palette an Erkrankungen. Mein Anspruch dabei ist nicht nur die Viszeralchirurgie als ein sehr ästhetisches chirurgisches Fach niveauvoll und technisch ausgefeilt darzustellen, sondern mein Anspruch ist vor allen Dingen, Patienten in ihren Erkrankungen, die sie mitbringen, die kleinen, die größeren Erkrankungen zu begleiten. Denn letztendlich geschieht Heilung immer nur durch menschliche Nähe und menschliche Begegnung. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Abteilung auszeichnet. Ich bemühe mich, meine jungen Kollegen auszubilden, chirurgisch sorgfältig zu operieren, aber auch das Wohl des Patienten als Ganzes anschließend im Blick zu haben. In unserem Ärzteteam hat jeder seine feste Aufgabe, damit die Patientenversorgung reibungslos klappt. Für unsere Untersuchungen können wir hier auf die neuesten Geräte zurückgreifen. Wir Assistenzärzte arbeiten dabei sehr eng mit unseren Oberärzten zusammen und erhalten so eine qualifizierte Ausbildung. Mein Name ist Jutta Geschke. Ich arbeite seit 2 Jahren auf dieser Station der A5 Viszeralchirurgie. Das Team ist super hier und die Zusammenarbeit der Ärzte und Schwestern geht Hand in Hand. Anders als es der Trend zurzeit im Medizinwesen vorgibt, der nämlich geht hin zu immer größeren, spezialisierten Zentren, in denen die Arzt-Patienten-Beziehung oft anonym ist, können wir in unserem Haus eine sehr enge, eine sehr persönliche Arzt-Patienten-Beziehung pflegen. Wir können hier in Greven ein breites Spektrum der Allgemein- und Viszeralchirurgie und dies auch nach modernsten Operationstechniken schonend und zum besten Wohl des Patienten anbieten.